Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall. When the snow begins to sing goodnight to warmth. Wow, look at this. Hallo zusammen, schönen Gruß aus Innsbruck. Ich bin gerade angekommen, ganz kurz ins Hotel eingecheckt, ein Käffchen gezogen und meinen Rucksack umgepackt und gleich wieder raus. Schön, ich war noch nie in Innsbruck, aber nur Gutes gehört, vor allem von Kletterern. Ich bin zum Klettern hier, wobei bei dem Wetterbericht werden wir wahrscheinlich in die Kletterhalle gehen, aber die soll ja auch sehr gut sein. Automatische Sicherungsseile, die da hängen. Und da gibt es diese roten Griffe darauf, das ist eine genormte Speedroute. Ich freue mich drauf, so oder so, und ich glaube, Innsbruck gefällt mir. Was sofort auffällt hier in Innsbruck, Berge, egal wo man ist, man sieht überall Berge und Straßenbahnen. Man sieht und hört auch überall Straßenbahnen, wie bei uns zu Hause. Sind sogar auch leicht rötlich, nicht ganz so wie bei uns, aber ich glaube, ich fühle mich wohl, wie zu Hause. Ich genieße den ersten Abend noch schnell oder beziehungsweise nutze das aus, um mir einmal schnell durch die Stadt zu gehen, mir einen Blick zu machen, wo ich vielleicht morgen früh mich aus dem Bett hinquälen kann, dass ich neben Klettern auch noch ein, zwei Fotos mitnehme. Wirklich schön hier. Warum war ich noch nie hier? Warum habt ihr mir das nicht gesagt, dass es hier schön ist? Guten Morgen, hallo zusammen. Ich bin hier in Innsbruck im Hotel und lasse es mir gut gehen. Zwei gute, eine schlechte Nachricht. Die erste gute Nachricht ist, Innsbruck, super schön. Wir haben perfektes Wetter, wir gehen gleich klettern, wenn es endlich Frühstück gibt. Und haben eine tolle Zeit, sehr cool. Zweite gute Nachricht ist, die Ronja, meine Tochter, hat sich gestern das erste Mal gedreht. Also sie fängt an, sich zu rollen, aber jetzt wird es gefährlich. Jetzt kommt die Phase, wo die Kinder vom Wickeltisch fallen, wenn man nicht aufpasst. Und die schlechte Nachricht ist natürlich, ich bin in Innsbruck und nicht dabei. Das ist so der Nachteil an dem ganzen Reisen, das ich im Moment mache. Ich bin halt auch nicht immer da raus, bin nicht immer daheim. Gehört dazu. Freue mich, dass ich hier bin, aber ich freue mich auch, dass ich morgen wieder nach Hause fahre. Ich stehe hier im Karwendelgebiet, im Klettergebiet. Wir sind den ganzen Tag am Klettern hier mit Freunden in 30 Meter Höhe. Hänge ich hier in der Wand. Ich bin zum Fotografieren hier. Nichts Professionelles, sondern so ein bisschen mit Freunden, ein bisschen rumgedödelt. Die anderen sind zum ersten Mal draußen am Klettern, deswegen also keine Profi-Fotos, sondern alles ganz easy, entspannt. Eine Gaudi. Mal nicht um 4 aufstehen oder um 4 schon aus dem Haus gehen, sondern mal ganz gemütlich frühstücken um 7, um 9 losfahren, die Sonne genießen, zusammen Mittagessen und Spaß haben. Ist ja auch mal wichtig. Zum Fotografieren ganz kurz. Ich habe jetzt in der Hand die Sony A7 R3 natürlich, 1635 F4 und das erlaubt mir halt ein bisschen die Höhe, die Weite zu zeigen. Es erlaubt mir jetzt halt auch zu filmen und zu fotografieren gleichzeitig beziehungsweise im freien Wechsel. Deswegen habe ich ja die Sony. Das ja, bewährt sich natürlich extrem. So, die Heidi kommt. Ich muss jetzt fotografieren. Bis später. Thank you.
So, jetzt bin ich geblendet auf der Nordkette. Muss mich ein bisschen drehen hier. Auf der Nordkette und ich gucke ins Karwendel. Karwendel kennt man weltberühmt aus dem weltberühmten Zielfotomagazin, darf ich das sagen? Also ich war noch nie hier, aber Christina ist hier schon viel wandern gewesen, schwärmt immer davon. Viele von euch haben mir halt schon Bilder geschickt von hier. Es rutscht gerade auf Nummer 1 auf meiner Wunschliste. Das muss diesen Sommer endlich oder Herbst endlich mal gelingen, dass ich hier mal eine Woche wandern gehe. Voll cool, richtig cool. Ich bin hier für ein kleines Fotoshooting für Black Diamond mit der Heidi. Ich verlinke auf sie mal bei ihr vorbeikommen, wenn du sportliche Läuferinnen magst. Sie ist schneller und läuft weiter als ich. Ich werde alt. Hoi, ich bin die Heidi und ich bin heute nicht mit dem Peter hier, sondern mit dem Stefan. Und wir machen ein paar coole Laufbilder, weil ich echt gerne in den Bergen unterwegs bin zum Laufen oder auch zum Wandern. Und das bietet sich hier in der Nordkante natürlich voll gut an. Unabhängig davon haben wir Spaß, es geht uns gut und es ist eine riesen Gaudi hier oben rumzulaufen. Jetzt muss ich auf den Gipfel. Bis gleich. So, wir sind durch mit dem Shooting. Völlig unkomplizierte Sache. Natürlich sehr, sehr einfach bei Tageslicht. Kein Blitz, kein Technik, Schnickstock, gar nichts. Quasi nur ich, die Sony und die Heidi. Was ich gesucht habe hier, ich habe Ultraweitwinkel genommen, weil was ich hier zeigen will, ist natürlich Weite. Ich habe hier diese unglaubliche Landschaft und die will ich ja auch zeigen. Gleichzeitig soll die Person aber sehr groß sein. Wenn ich einen Tele nehme, dann mache ich ein Bild Heidi in den Bergen, aber mit dem Weitwinkel kann ich machen Heidi und Karwendel. Also ich kann mehr von dem Karwendel zeigen als nur Nahaufnahme, Schweißtropfen. Alles schön und gut, braucht man auch, braucht sie natürlich auch für Portfolio. Aber wenn ich hier bin, um die Landschaft zu zeigen, dann will ich Ultraweitwinkel nehmen. Da halt ein bisschen aufpassen, Ultraweitwinkel 16 mm, das heißt alles, was irgendwie nah an der Kamera ist, ist verzerrt und groß. Also ne, riesig lange Arme, Beine und so weiter. Immer ein bisschen der Konflikt zwischen will ich das oder will ich das nicht, weil teilweise sieht das dynamisch aus und teilweise sieht es einfach nur nach einem Superman-Figur, dieser Gummiman aus. Ansonsten natürlich mit der Sony super einfach, weil ich halt irgendwie super schnelle Bildfolge habe, aber es gibt ja immer ein Haar in meiner Suppe, das nicht von mir kommen kann. Das Problem bei der Sony ist ein bisschen, wenn ich durch den Sucher gucke, dann hat der eine ganz hohe Refresh-Rate, das heißt, es ist fast wie ein Glassucher, ich sehe die ganze Zeit, wo sie längs läuft. Das ist nicht so auf dem Display. Vielleicht kann man es umstellen, es gibt ja so viele Optionen. Hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mitzuschwenken, weil ich halt eben nicht gesehen habe, wo genau sie ist, weil das Display nicht schnell genug ist. Das Display, also das, ne, das Große, nicht der Sucher. Das so am Rande. So, 4 Tage war ich jetzt hier im Karwendelgebiet in Innsbruck. Wir waren klettern, wir sind jetzt hier ein bisschen Trailrunning-Fotografie gemacht. Gute Zeit gehabt, was ja auch wichtig ist. Tourismus hat mich eingeladen, also Tourismusverband Innsbruck. Und um das ganz deutlich zu sagen, ich kriege kein Geld dafür oder sowas. Die zahlen mir einfach Zugreise und das Hotel. Und für mich ist es halt auch so ein bisschen gewesen, der Versuch, mir das anzugucken, weil bislang habe ich in der Schweiz gewohnt. Es gab einfach keinen Grund, nach Österreich zu kommen, weil bei uns ist es genauso schön und höher. Und deswegen war ich sehr, sehr wenig in Österreich und in den deutschen Alpen. Das wird sich ändern. In 2 Monaten kommt der LKW und wir ziehen nach Deutschland. Und dann ist Innsbruck plötzlich genauso interessant wie Interlaken. Und dann komme ich sicherlich öfter mal her. Und die Idee dahinter war jetzt ein bisschen für mich, deswegen bin ich hier, mir das Ganze anzugucken, ein bisschen hier Connections aufzubauen natürlich auch und mir zu überlegen, ist das genauso schön wie bei uns? Ja, ist es. Und ich habe es gesagt, ich komme wieder. I will be back. Super schön hier. Und Innsbruck ist halt ein, das ist jetzt nicht kein Paid-Content, Hashtag niemand bezahlt mich und so weiter. Nein, Innsbruck ist natürlich eine super Ausgangsbasis. Ich komme super gut hin mit dem Zug oder mit dem Auto halt. Und man fährt irgendwie hier überall 20, 30 Minuten hin und ist man im Nichts und kann klettern oder halt eben hier Klettersteig machen. Habe ich mir sagen lassen, den Klettersteig hier oben an der Nordkette muss man machen. Steht auf der Liste. Um einen Tag im Herbst, wenn wenig los ist. Also, ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam mitzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.